Mein Name ist Andreas Förster, ich entwickle barrierefreie digitale Musikinstrumente und Klanginstallationen. Gerade bin ich dabei, mich zu diesem Thema auf eine Promotion im Fachbereich Audiokommunikation vorzubereiten. Beim Bällebad lag der Fokus auf einer deutlichen und basalen Interaktion mit Klang. Das heißt, ein Kind kann mit unterschiedlichen Bewegungen die Intensität von Wasserklängen steuern. Zudem ist es möglich, unter Wasser zu tauchen oder wieder aus dem Wasser aufzutauchen und durch bestimmte Bewegungen noch verschiedene musikalische Klänge zu entdecken. Die Installation funktioniert mit einer Tiefenbildkamera, die über dem Bällebad hängt und über die Informationen über die Bewegungsintensität und die Position im Raum gewonnen werden. Dadurch kann dann zwischen einer Unterwasser- und einer Oberwasserklangwelt gewechselt werden und die Daten über die Bewegungsintensität an unterschiedlichen Stellen können dazu genutzt werden, bestimmte Klänge auszulösen. Das Ganze passiert dann auf einem Laptop, auf dem Max MSP läuft und über den der Klang an Lautsprecher ausgegeben wird. Entstanden ist das Projekt im Rahmen einer Kooperation der Bregtalschule, einer Förderschule für geistige Entwicklung, der Hochschule in Furtwangen und der Musikhochschule in Trossingen. Und gerade bin ich dabei, unter anderem diese Klanginstallation im Rahmen meines Promotionsvorhabens weiterzuentwickeln, wobei ich durch die Unterstützung von ESI die Klanginstallation bereits auf 4 Kanäle erweitern konnte, sodass ich einerseits die Klänge wesentlich differenzierter im Raum platzieren kann und man andererseits beim Benutzen der Klanginstallation wirklich das Gefühl hat, in den Klang einzutauchen. Was natürlich durch den Klang der Unique 5 Plus Lautsprecher nochmal besonders gut funktioniert. Die ersten Rückmeldungen waren durchaus positiv, aber was mich am meisten freut, ist, dass die Kinder beim Benutzen der Klanginstallation große Freude ausstrahlen und einfach Spaß haben.